Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Bloody Platin. Ich bin DSD Steve und... Euer Let's Play Retro World. Ja, im letzten Part haben wir unseren Meisterball gebraucht. Ja, es war schon... Was soll man dazu sagen zum letzten Part, ne? Es war schon krass. Naja, was heißt, ist das eigentlich alles im letzten Part passiert, auch dass wir Zapdos getötet haben? Ich glaube, Zapdos haben wir im vorletzten Part getötet. Okay, alles klar. Aber mittlerweile sind wir uns eigentlich ziemlich sicher, dass es tot ist. Also, beziehungsweise Steve hat mal ein bisschen nachgeschaut und er hat dummerweise nichts dazu gefunden, was passiert, wenn man die tötet und ob die dann wieder kommen. Ja. Natürlich ist der letzte Part noch nicht hochgeladen und... wir sind da immer noch auf eure Kommentare dann angewiesen. Aber zur allergrößten Not, wir haben uns halt irgendwie Zapdos dann cheaten müssen, dass der wieder auftaucht. Ey, dass wir vor allem aussehen gespeichert haben, ne? Ah, passiert. Naja, wir wussten es ja einfach nicht und... Okay. Ja. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Warte mal. That's life. So, wir haben alle wichtigen Pokémon... Also, ich bin gerade ein bisschen verwirrt dahingehend, dass ich selber nicht finde. Ja, und ich war gerade so blöd, einen Pokémon mitzunehmen, das Surfer hat. Denn das werden wir jetzt brauchen. Und Vesprit finde ich auch nicht. Ja, die haben auch feste Standorte. Ach, die gibt's regulär im Spiel zu fangen. Genau, das sind ja die Legis der Edition. Ja, wir wollen nämlich das Seen... Ich dachte, das wären die Jäger. Ach so. Die gehören auch noch dazu. Das Seen-Trio. Okay, ja. Ja, Pokémon bewegen. Ich denke mal, dass wir Rosana gar nicht ablegen wollen. Wegen dem Horrorblick, oder? Wegen Hypnose. Ne, Todesguss genau. Meine ich. Oder das war's. So, und mitnehmen tun wir noch einen Surfer-Pokémon. Am besten einfach unser Surfer-Pokémon. Sidra King. Welches Level haben die legendären? Ich weiß es nicht, aber da die einfach rumstehen, wir müssen die einfach anlabern. Na, es ist wahrscheinlich entweder 40, 50 oder 70. Ja, irgendwas. Wahrscheinlich 40 oder 50. Wow, hier steht ja Serum. Na dann. Dann labere ich sie mal an. Hey, Steve. Hast du eigentlich schon meine kleine Schwester getroffen? Ach so, das. Ja. Okay. Ja, Deck. Schade. Ich dachte, die wird jetzt irgendwie im Battle oder so. Das wäre cool gewesen. Na, aber gegen dich müssen wir ja noch ein paar Mal kämpfen. Ein paar Mal? Ich denke ja. Das Blöde ist, dass ich ja eigentlich schon jeglichen Zusammenhang zur Story verloren habe. Also ich weiß, dass wir die Top 4 besiegt haben und dass wir in die Kampfzone dürfen oder so. So, am Wahrheitsufer. Ach, hier in den Höhlen sind die alles. Genau. Sein Schatten sieht echt cool aus. Der Schatten, du meinst die Spiegelung? Ja. Ist ja technisch quasi das gleiche. Naja, nur dass der Schatten dann schwarz wäre, so ungefähr. Schwarze Pixel hätte, oder? Genau. So. Ich muss sagen, die Musik wieder ziemlich cool. Tja, sehr schade, dass ich sie noch nie zu hören bekommen habe. Und selbst bei den Aufnahmen sind die Stimmen dann irgendwie immer unterschiedlich laut. Das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem. Na, ich finde, jetzt habe ich das eigentlich relativ gut. Okay, naja, ich bin jetzt auch nicht gerade ganz up-to-date, deswegen... Ah, die Parts sind ja quasi schon Ewigkeiten her. Kyaion? Nein! Das Pokémon ist geflohen. Oh nein, er scheint sogar geflogen. Oh, jetzt kommt Professor Eich. Das war deiner. Steve, das war doch Vesprit, oder etwa nicht? Du hast alles getan, was ich dir in der Bibliothek von Fleetburg aufgetragen habe. Ich bat dich, Daten über das Pokémon aus dem See zu sammeln. Leider gaben die Daten keine Antwort auf das Geheimnis der Entwicklung. Ich weiß immer noch nicht, warum nur bestimmte Pokémon sich entwickeln und andere nicht. Im Endeffekt wurde das Geheimnis nur noch mysteriöser.
Aber mysteriös ist mein Metier. Der Wissenschaftler in mir freut sich. Steve, warum suchst du nicht nach Vesprit? Es schien mir, als ob es mit dir spielen wollte. Mit dem Pokich-Zubehör-Landkarte solltest du die Bewegungen dieses Pokémon nachverfolgen können. Und nein, es ist ganz sicher nicht Zapdos. Nur zu, Steve. Bestimmt begegnest du vielen Pokémon und Leuten. Diese Begegnungen werden dich auf ihre eigene Weise voranbringen. Ich hoffe, die Erfahrungen werden dir gefallen. Alles Gute, Steve. Ach, ernsthaft? Das ist so witzig, ja? Wir sind gerade zufälligerweise in dieser Höhle. Und er auch. Ja, ja. Ich meine, wenn das wenigstens irgendwo bei ihm in der Nähe wäre. Ist es das? Ach so, ist ja sogar dort in der Nähe. Na gut. Ernsthaft. Wieso? Naja gut, dann fangen wir mal wieder an Wanderligi. Das haben wir schon so lange nicht mehr getan. Und danach noch zwei Hunde, oder? Nee, die Hunde sind hier fest, oder? Die dürften einfach auf Routen auftauchen. Es gibt nur noch das und, glaube ich, Cresselia oder so ist auch noch ein Wanderligi, ein reguläres. Es sind nicht so viele. Also insgesamt gibt's 5. Wovon 1 tot ist und 2 gefangen. Ja, Tja, das Wanderligi, das verarscht uns hier gerade ein bisschen. Ja, mal schauen, ob wir es gleich hier hochbekommen. Ansonsten dürfen wir cutten. Aber ich meine, nach Lavados, finde ich, hat uns das Spiel ja jetzt genug getrollt. Die nächsten Digis dürften... Die nächsten Digis. Klar, so gesehen stimmt es, ne? Ich meine, die Pokémon sind ja auch nur virtuell. Also sind ja irgendwie Digimon, ne? Ja. Das ist so witzig, ne? Ich habe ja... Ich glaube, ich habe das schon erwähnt, dass ich mir ab und zu auf so einem... Oh, jetzt ist er da. Ja. Ach ne, jetzt ist er in der Stadt, oder? Ist er bei uns? Nee, er ist da. Aber nee, ich habe auf jeden Fall, glaube ich, in einer der letzten Folgen erwähnt, dass es auf einem Kanal jetzt gerade Pokémon-Folgen zu sehen gibt. Und das Geilste ist in die Kommentare dann noch geschrieben, ey, ich habe eine Folge Digimon. Und das wurde dann auch noch tatsächlich als Spam gekennzeichnet. Ich habe mich nicht so kaputt gelacht. Jo, ich habe eine Folge Digimon. Dies wurde als Spam gekennzeichnet. Geil. Oh Mann. So. Obwohl, es ist jetzt wirklich die Frage des Levels. Verdammt. Naja, dadurch, dass es nicht auftaucht und die Wanderligis eigentlich bisher recht fix aufgetaucht sind, nehme ich an, dass dein Pokémon auf dem ersten Platz ein zu hohes Level hat. Ja, nimm mal Metang, vielleicht hilft das. Ansonsten haben wir natürlich Pech. Will auch fliehen, hundertprozentig. Ja. Ja, dann müssen wir ohne Schutz das hier suchen, würde ich sagen. Geht denn nicht anders? Ja. Der Schutz dürfte ja gleich abgelaufen sein und dann lassen wir einfach mal... Ich denke auch, dass das Pokémon recht schnell auftaucht. Ja. Ich meine, wie gesagt, beim letzten Mal... Nein, das ist Quapuzzi. Ich denke mal, wir lassen jetzt einfach roundabout 5-6 Pokémon erscheinen. Und ist nicht dabei, cutten wir es rein. Das wird schon auftauchen. Siehst du? Level 50. Also Metang wäre tatsächlich gegangen. Aber ja, dann wäre es natürlich abgehauen. Wow, ist die Musik geil. Alter. Jetzt übertreibst du nicht, Steve. Die ist wirklich richtig gut. Ey, die kann gar nicht besser sein als die Finalmusik aus Rot-Blau gegen Blau oder Gary oder wie auch immer. Ich finde, es gibt echt viele gute Tracks. Also, auch in der 5. und jetzt neu die 6. Generation sind wirklich gute Tracks dabei. Weißt du, was ich sehr witzig finde? Dass die Nintendo-Tracks irgendwie... Also, ich weiß jetzt natürlich nicht, wer hier genau die Pokémon-Musik komponiert hat oder ob das am Land liegt, aber die Pokémon-Musik erinnert mich stellenweise extrem an Zelda. Ja, ich weiß es nicht, wer es macht. Also da habe ich gar keinen... Mach mal Body Slam. Naja, ich denke mal, so viel wird es eigentlich nicht abziehen. Ist doch
fett. Das war ein Volltreffer. Ich hoffe, Vesprit kann keine Erholung einsetzen. Nicht, dass ich wüsste. Mach mal eine Psychokinese. Okay. Psychokinese. Gut, dass wir gespeichert haben. Ist klar, Leute, dann bis gleich, ja? Wow. Ich muss schon sagen, doch. Verschwindet das jetzt eigentlich von der Landkarte? Nein. Achso. Ja. Doch. Ja. Ja, dann würde ich sagen, beleben wir es mal wieder. Und hier sind wir wieder. Ging eigentlich relativ zügig, ne? Klar, ich meine. Ist halt, also, so gesehen ist es ja nicht schwierig, die Bandaligis zu fangen. Auch wenn man die Geschwindigkeit nicht hochstellen kann. Länger als, sagen wir mal, 15 Minuten. Wird das wohl selten dauern, das zu finden. Ja. Ich sag mal so, es gibt halt ein paar Generationen, zum Beispiel Generation 1, hat man den Vorteil, dass man östlich von der Höhle, wie ist die nochmal? Azurhöhle? Genau, Azurhöhle. Dass man dort quasi eine Route, also zwei Routen hat, wo das Gras übereinander, also so übergeht. Macht direkt Body Slam. Ja gut, aber Gen 1, beziehungsweise dann in der dritten Gen. Ach so, du meinst, oder gibt's auch in... den Remix gibt's dann Wanderlegis, ja. Von Gold und, ja, also gibt's dann auch in Gold-Silber Wanderlegis in Kanto. Oh, ist wieder ein Volltreffer. Aber ein Body Slam geht noch. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so wirklich, ob die Wanderlegis nur in dem einen Gebiet oder auch in dem anderen auftauchen können. Ich weiß es auch nicht. Da mein Save-State damals kaputt gegangen ist durch den PC-Wechsel, habe ich ja die Legis nicht gefangen. Also das ist ja witzig. Schützt das Team vor Volltreffern. Ja. Naja, ich meine, das ist eben begrenzt sinnvoll. Man nimmt sozusagen diesen Zufallsfaktor raus, aber an und für sich beeinflusst es das Spiel ansonsten eben überhaupt nicht. Das hätte es aber mal vorhin machen können. Ja, definitiv. Es gibt allerdings auch Pokémon mit der Fähigkeit, also dass sie nicht von Volltreffern getroffen werden können. Ja, okay, gut. Sind dann aber natürlich, darauf warte ich noch, dass man sich noch Pokémon mit einer wirklich bestimmten Fähigkeit züchten kann. Also dass es mehr als nur drei oder vier Sachen gibt, falls es überhaupt so viele gibt. Ich bin, glaube ich, mittlerweile bei den meisten Pokémon drei. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, Finsterwelle zu werfen. Oh, Vesprit. Es geht bisher auf jeden Fall wesentlich besser als die legendären Vögel. Ja, es kann halt keine Erholung. Es ist was Wunderschönes. Und es ist auch ziemlich schwach. Ja. Das ist richtig. Das sieht irgendwie seltsam aus. Kann man Aether im Kampf einsetzen? Klar. Warum sollte man das nicht können? Ich hab's noch nie gemacht. Mann, Steve. Damals doch andauernd. Ich bin mit Aether dieser typische Mensch nach dem Motto, wenn man sie ja nicht kaufen kann, würde ich sie aufsparen und dann nutze ich sie am Ende nie. Ja, eben. Aether könnte man auch verkaufen, wenn man dafür sinnvoll Geld kriegen würde. Oh, bitte. Noch bin ich recht relaxed. Meine... Mich kotzt es immer sofort an, wenn das Pokémon nicht beim ersten Ball drin bleibt, ja. Wir werfen gerade den vierten Ball oder so. Alles unter 20 Bälle ist doch immer gut. In der Serie, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder irgendjemand schmeißt einen Pokéball völlig zufällig drauf, wenn das Pokémon überhaupt nicht geschwächt ist. Und dann kommt immer so ein Spruch wie, aber du musst das Pokémon doch erst schwächen. Oh Mann, hab ich vergessen. Und die andere Option ist dann eben... Entweder es kommt freiwillig mit oder es ist schon so extrem geschwächt, Pokéball los. Und dann, ich finde das immer total geil, ja, wie der Pokéball dann so wackelt und man dann immer so eine Aufnahme von allen Leuten macht, wie sie extrem gespannt dastehen, ob es auch bitte im Ball bleibt. Und dann wechselt es wieder rüber zum Ball und dann kommt ja dann irgendwie dieses rote Licht geht aus, zusammen mit diesem Geräusch. Und dann immer dieses, ja, ich habe einen
gefangen. Ja, so ein bisschen so hochhalten, wie Link so Sachen hochhält. Genau. Aber das Lustige ist doch, die meisten Pokémon bekommt doch eigentlich eher schon Arsch geschoben. Ja, die meisten, die kommen halt irgendwie mit, so ungefähr. Ja, weil er zu blöd ist, normal Pokémon zu fangen. Naja, mittlerweile geht's. Er muss zumindest Pokebälle draufschmeißen, aber es ist auch immer so, dass ich schon bevor er es fängt, baut sich irgendwie schon so eine Beziehung zwischen ihm und dem Pokémon auf. Oh Gott, also ich muss persönlich sagen, der beste Pokémon-Fang, den es in der Serie gab, was ich bisher gesehen habe... War Raupi. Nein, der beste Pokémon kam, war so. Misty fängt Anton. Das war mit Abstand das Beste. Fällt dir da nicht irgendwie der Pokéball aus der Tasche oder so? Es ist noch dämlicher. Das Anton läuft gegen Misty und dadurch quasi fällt er auf das Anton drauf. Ja. Sie will es aber eigentlich gar nicht fangen. Ja, keine Ahnung, warum sie es nicht einfach freien lässt oder den Pokéball liegen lässt. Ja, sie will, sie droht Anton damit ja auch immer wieder. Aber dann jedes Mal in den Folgen, wo irgendwie sie ihn freilassen will, macht dann Anton, bekommt dann Kopfschmerzen und ist dadurch total overpowered. Ja, overpowered. Also ich muss schon sagen, dass Anton eigentlich ziemlich cool war in der Serie. Was ich in der Serie immer komisch finde, die benutzen viel zu oft Konfusion und nie Psychokinese oder fast nie. Das liegt daran, so muss das laufen. Dass, genau, dass bei dem Psychokinese und Konfusion das gleiche ist. Ja, irgendwie schon. Weil das Problem ist, das heißt einfach nur beides im Englischen Psychic oder so ähnlich. Also, oder Psycho oder so ähnlich. Und dadurch gibt es da keinen Unterschied zwischen Konfusion und Psychokinese. Okay. Aber erstmal zu Festbrit. Festbrit, Emotion. Psycho, Größe 0,3 Meter, Gewicht 0,3 Kilogramm. Als Festbrit flog, lernten Menschen Glück und Trauer des Lebens kennen. Die Geburt der Gefühle. Ach ja, unsere Gott-Pokémon. Ja. Die Reihe geht weiter. Ich finde das sehr interessant, auch vor allem, wonach sich die Themen der Pokémon-Welt richten. Und es ist ja auch so, ich glaube, in der 5. Gen oder so ist es doch irgendwie so, dass man dann vermutet, dass Pokémon und Menschen denselben Ursprung haben. Ja, aber du könntest ja vielleicht ganz kurz noch zu Vesprit noch vorlesen, für was das steht, für welchen Aspekt. Das hast du doch gerade eben gemacht, oder? Ja, mehr oder minder. Dann würde ich sagen, das lief ja heute mal, sieht diesmal richtig gut. Im nächsten Park, Oh Mann, Steve. Wow, ich kann es gar nicht fassen, dass es so schnell ging. Im nächsten Part fangen wir dann das zweite Seen-Trio Pokémon. Ich war DSD Steve und... Emotion. Für Emotion steht es, Steve. Alles klar? Ah. Euer Let's Play Retrovert.